Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Und zwar einen JCB, JCB, wie man es aussprechen möchte. Der JCB Fast Track MB Track Spezial. Wir haben drei Farbblöcke, drei Config-Blöcke und diverse andere Sachen. Der Mod ist von Toga Vito, wo ihr den kriegt und sowas, das werde ich euch alles verlinken. Auch den YouTube-Channel von Toga Vito könnt ihr dann gerne mal vorbeischauen und die Liebe da lassen. Support ist kein Mord. Und jetzt fangen wir, würde ich sagen, an mit den Einzelheiten. Was haben wir? Standard 235 PS, 390 Liter Diesel, 45 Liter AdBlue. Höchstgeschwindigkeit ist 62 km/h. 205.000 in der Anschaffung und 10.455 im Leasing. So, was können wir ändern? Designfarbe. Haben wir dunkelgrün, Silberdistel, schwarz, dunkelgrün matt, Silberdistel matt und schwarz matt. Das ändert sich hier und dann oben an der Kabine. Dann haben wir die Hauptfarbe MB-Track, Silberdistel, Grau, MB-Track Matt, Silberdistel Matt und Grau Matt haben wir. Ich mache das einfach mal, dass man sieht, was sich ändert. Die Felgenfarbe MB-Track, Silberdistel, Grau, MB-Track Matt, Silberdistel Matt und Grau Matt. Dann machen wir mal... Machen wir das mal so. Also das ändert sich halt. Und dann haben wir die Reifenhersteller Trelleborg, Nokian und Mitas. Trelleborg haben wir Standard, Breitreifen, Zwillingsreifen vorne und hinten. Und natürlich die Pflegebereifung. Das dazu. Nokian können wir natürlich nichts ändern. Und Mitas können wir ebenfalls nichts ändern. Dann können wir einen Frontlader einblenden. Und zwar den Stoll-Frontlader. Ich würde sagen, gemietet habe ich den schon. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal tun. Wir schauen mal kurz rein, ob es einen Frontlader dafür gibt. Nein, gibt es nicht. Aber man kann sich ja bestimmt den in der passenden Farbe. Gibt es da irgendwas? In der passenden Farbe einfach dazu nehmen. Also von daher. Nein, okay, gibt's nichts. So, ich habe den Vergleich jetzt einmal dazu gestellt. Da hinten steht auch noch einer mit Zwillingsreifen. Schauen wir uns auch gleich an. Und zwar gibt es diesen RB oder diese Version des JCBs nur für PC. Er wird auch nicht im Mod Hub erscheinen, so wie ich das mitbekommen habe. Aber gut, so wie es halt sein soll. Er hat jetzt keine weitere Funktion, also texturmäßig ist schon sehr gut gelungen. Fast Track 4220, super cooler. Da würde dann halt Fast Track stehen. Was haben wir noch texturmäßig? Ja, gibt es nichts zu sagen. Also ist echt gut gemacht. Gefällt mir sehr gut. Und diesen Schlepper gibt es auch in der Realität. So wie er hier steht. Ich würde sagen, wir schauen trotzdem einmal, was er so kann, was er so drauf hat. Was hat sich allgemein geändert zu dem Standard? Also wie wir das schon sehen, Rundumleuchten sind hier abgeflacht. Bei dem Standard sind es die hohen. Bei dem anderen hier natürlich sind die Heckscheiben normal. Und bei dem MB oder MB-Version sind sie getönt. Da sind nur Beifahrer, Fahrer und Front durchsichtig. Aber Heckpartie nicht.
Rundumleuchte funktioniert. Und dann fahren wir mal oder gucken erstmal hier rein. Hier haben wir noch diverse Sachen. Hier haben wir noch die Einrichtung, wo man dann alles antippen könnte, einen kleinen Monitor. Da haben wir noch der Fahrhebel. Gaspedal ist animiert. Hier natürlich die Anzeigen. Das funktioniert alles. Ansonsten können wir nichts machen. Wir können leider keine Türen öffnen oder so. Das ist aber nicht schlimm. Das ganz normale Fahrtlicht. Das Arbeitslicht hinten. Das Arbeitslicht vorne funktioniert. Jetzt hat er natürlich Vorderradlenkung. Aber auf STR, G und Z können wir die Allradlenkung zuschalten. Dann ist er ein bisschen wendiger. Dann haben wir nochmal STR, G, Z für den Hundegang. Also Hundegang links, Hundegang rechts. Also ist nicht schlecht. Und wieder zurück auf Standard. So. Das ist die ganz normale Version. Dann haben wir die Version mit Zwillingsbereifung. Gefällt mir auch sehr gut. Also, man muss den einfach mögen oder man muss diese Version von diesem MB-Truck, JCB-Truck mögen. Aber es ist zu empfehlen. Also, er ist echt Bombe. Der ist wirklich schön. Auch hier sieht man es nochmal. Hier kann man schön durchgucken. Hier ist es abgedunkelt. Aber ansonsten ist es eine sehr, sehr schöne Arbeit. Ich denke mal auch viele Stunden, um der Community so ein Modell zu präsentieren oder zur Verfügung zu stellen. Ich werde euch den Link dazu in die Beschreibung packen und den Kanal. Schaut da wie gesagt einmal vorbei und lasst Liebe da für den Mod. Kurzer Log-Test. Die Log von den MB, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. JCB, MB ist fehlerfrei, also könnt ihr euch ruhig runterladen. Wie gesagt, nur für PC. Nicht, dass dann halt Fragen kommen, Konsole oder so. Nein, nur rein PC. Ich hoffe, euch hat die kleine Mod-Vorstellung gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Und um keiner meiner weiteren Videos zu verpassen, auch gerne die Glocke aktivieren, die euch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich danke fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Manuel.